Moin Moin, Miro hier. Heute kommt das letzte Tomatenprofil von meinem Balkon. Es ist jetzt Mitte August. Das Video wird wahrscheinlich 2-3 Wochen später rauskommen. Und es geht um die Fleischtomate auf meinem Balkon. Ihr seht eine Black Russian und meinen Schatten. Die Black Russian ist eine Fleischtomate, die einige sagen, sie kommt aus Russland. Das würde der Name auch hergeben. Andere sagen, sie kommt aus Australien. Ja, ganz ehrlich, mit meiner kleinen Recherche kann ich euch nicht wirklich sagen, was nun stimmt. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die mittelgroße Fleischtomaten produziert. Mittelgroß heißt, die füllen die Hand schon ganz ordentlich aus. Und ich habe jetzt endlich die erste Reife. Die werden nicht so tiefrot, sondern eher so rotbräunlich. So wie die Blätter hier ja auch manchmal so dunkellila werden. Das ist kein Pilzbefall. Und sollen sich durch einen ganz besonderen, würzigen, fast schon rauchigen Geschmack auszeichnen. Die Pflanze wird so 1,60 hoch, heißt es im Internet. Ich bin 1,82, zumindest auf dem Perso, in Wirklichkeit wahrscheinlich eher 1,80. Das Ding geht mir bis zu den Augen, also es sind hier eher 1,70, 1,75, die Pflanze gebracht hat. Ja, es hat viel, viel geregnet. Die Tomate ist trotzdem relativ wetterfest. Ich muss aber sagen, dass ich hier oben ein, zwei Pflanzen hatte, also ein, zwei Früchte meine ich, die geschimmelt haben. Also die haben am Ansatz hier, wo die Pflanze an der Tomate dranhängt, die Tomate an der Pflanze, da haben die echt ein bisschen geschimmelt und die eine war halt auch schon fast reif. Und es war einfach absehbar, das wird nichts mehr. Die hatte aber auch von vornherein irgendwie eine Stelle beim Wachstum. Hätte ich einfach von vornherein aussortieren sollen. Ansonsten ist sie richtig schön regenfest, hat keine Braunfäule bekommen, ist so eine richtig schöne alte Sorte, die richtig cool resistent gegen Krankheiten ist. Das ist eine Stabtomate, also die wächst von unten nach oben an einem Stab, also man muss sie ordentlich stützen. Die Seitentriebe müsste man ab einer bestimmten Menge von Tomaten, die dranhängen, auch definitiv stützen. Hier wird das Ganze einfach so ein bisschen durch die Wand von meinem Balkon gemacht. Und hier hat sich die Tomate zum Beispiel auch an dem Pflanzstab abgestützt. Das geht dann noch so gerade, ist aber grenzwertig. Also wenn ich hier mal 5 Tomaten an einem Trieb dran hätte, dann müsste man das definitiv stützen. Ansonsten, ich werde gleich eine Tomate abpflücken. Diese hier natürlich. Und die mit euch zusammen probieren. Da müssen wir uns ein kleines bisschen gedulden. Vor allem ich, ihr nicht. Denn ich will das Ding mit meiner Freundin zusammen natürlich probieren. Das ist die erste Tomate von dieser Sorte. Ich würde sagen, die wiegt so 200 Gramm. Wie oft bei Fleischtomaten sieht die nicht so ganz schön aus oben. Viele von denen sehen auch von unten ein bisschen komisch aus. Also da sind so graue Punkte drin und so. Müsst ihr euch mal anschauen bei euren eigenen Fleischtomaten, falls ihr welche habt. Das ist kein Zeichen von einer Krankheit. Zumindest so lange, wie das fest ist. Wenn das so richtig weich, faulig ist, dann hat die wahrscheinlich so eine Blütenfäule von Anfang an bekommen. Das gibt es öfters mal bei Nährwertproblemen, also Nährstoffmangel meine ich. Ja, ansonsten, hier ist eine einzige Verbrennung dran. Also auch da ist sie ziemlich resistent. Ist echt ganz cool gewachsen, das Teil. Ja, im Prinzip für eine Fleischtomate auch relativ schnell gereift. Ich hatte im letzten Jahr Ochsenherztomaten oder im vorletzten Jahr Ochsenherztomaten. Die brauchten dann eher so bis Ende August, vielleicht sogar bis Anfang September. Letztes Jahr war vom Sonnengrad her, also für Tomaten allerdings auch noch ein kleines bisschen schlechter als dieses. Beachtet einfach, dass ihr immer schön die Triebe ausgeizt. Hier kann man zum Beispiel sehen, hier habe ich einen Ansatz entfernt. Gebt der Pflanze ein, zweimal Dünger zwischendurch und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. Ja, das hier könnte man jetzt im Prinzip auch entfernen. Das ist jetzt wieder hier so ein Trieb. Selbst wenn die Blüten hier befruchtet werden sollten, also bestäubt werden sollten, ich kriege es auf keinen Fall hin, jetzt in 3 Sommermonaten noch eine Tomate zu produzieren, dann an der Pflanze, die reif wird. Denn wir haben leider einfach keine 3 Monate mehr.
Ja, aber so lange ungefähr dauert es, bis die reif ist. Also ich würde sagen, so wirklich so 70, vielleicht sogar 75 Sonnentage. Aber dann habt ihr auch richtig geile, ordentliche Fleischtomaten. Also wenn ihr sowas im Supermarkt kauft, da kostet so ein Pfund oder ein Kilo, großer Unterschied, auf jeden Fall 4-5 Euro. Das ist also eine Pflanze, die sich sogar finanziell irgendwie lohnen kann, wenn ihr einen halbwegs guten Ertrag bekommt. Ja, ich gehe jetzt mal mit euch an den Tisch und wir schauen uns mal an, wie die Tomate schmeckt. So, meine Freundin ist zu Hause, das heißt, die Tomate kann angeschnitten werden. Das wollen wir natürlich stilecht mit einem richtig noblen Messer machen. Dazu kommt dann demnächst auch bald ein Video. Ja, ihr seht das, von unten ist die richtig schön feuerrot, von oben eher dunkel. Na, wie machen wir das? Einschnitt so. Noch einer so. Ja. Schöne Tomate. Also man sieht, da ist sehr viel Fruchtfleisch, wenig Fruchtwasser. Und quer eignet sich das natürlich viel, viel besser für ein Sandwich oder, wie in meinem Fall, ein frisch gebackenes, selbstgemachtes Brot. So, und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden die gleich komplett vertilgen. Ihr seht das, ich spare auch nicht gerade damit. Diese, ich nenne es mal Verholzung hier oben, die schmecken nicht wirklich besonders. Deshalb werde ich die gleich großzügig aussparen. Ich esse davon natürlich trotzdem noch so viel wie möglich. Wenn ihr die Kerne fürs nächste Jahr, für die nächste Saison sammeln wollt, dann ja, werdet ihr bei dieser Tomate ein kleines bisschen poolen müssen. Bevor ich dran bin, eine Scheibe für meine Freundin. So, und dann probieren wir jetzt mal gleichzeitig. Ich zeige noch mal ganz kurz, was für eine coole Farbe das Ding hat. Ja, richtig dunkel von innen teilweise. Okay. Finde ich auch. Die ist viel süßer, als ich erwartet hatte. Ich dachte, die wäre leicht säuerlich. Also die ist gut reif geworden. Wirklich eine sehr süße Tomate. Das Fruchtfleisch ist hart, aber noch ganz gut zu zerkauen. Also nicht zu dick. Ich gebe noch mal ein Stück ab. Die Hand ist gierig. Hier seht ihr das. Hier unten ist die Stelle, wo die Blüte war. Richtig tolle, schöne Färbung. Das könnte man noch Teufelstomate nennen, finde ich. Hat so einen ganz dezenten, leicht rauchigen Geschmack, finde ich. Aber nicht so säuerlich, wie es im Internet immer hieß. Das kann man dann wahrscheinlich haben, wenn man die etwas weniger reif pflückt. Auf jeden Fall ein richtiges Erlebnis und das wird auf dem Brot richtig, richtig gut schmecken. Das gebe ich mir jetzt. Und wir gehen wieder zurück auf den Balkon. Der Hammer, oder? Eine richtig geile Tomatensorte. Ich bin total zufrieden mit dem Teil. Also nicht nur nimmt die relativ wenig Platz auf dem Balkon ein, weil sie so schön schmal bleibt. Die wächst einfach nur in die Höhe und da hat man ja für gewöhnlich Platz. Sie kommt auch mit relativ wenig Platz hier im Topf aus. Das sind jetzt vielleicht 30 Liter. Also wirklich höchstens 30 Liter, vielleicht sogar ein kleines bisschen weniger, 25. Ich habe einfach gute Bioerde genommen und dann produziert die derart leckere, geile und auch wirklich besondere Tomaten mit einem richtig anderen Geschmack als das, was ihr so im Supermarkt kriegen könntet. Und das Tollste ist ja dadurch, dass es eine Heirloom Variety ist, also eine alte Sorte, könnt ihr die Samen fürs nächste Jahr aufbewahren. Trocknen, also aus der Tomate holen, trocknen und dann habt ihr im nächsten Jahr wieder die Chance auf diese tolle Sorte und müsst keine Samen kaufen und wisst vor allem wirklich, was da in der Tüte ist. So,
Das war's von mir. Falls ihr Interesse habt, ich habe euch Links zu dieser Tomatensorte in die Videobeschreibung gehauen. Schaut euch auch meine anderen Tomatenprofile und Gartenvideos auf dem Kanal an. Playlist dazu habe ich auch unten in der Videobeschreibung und oben in der Infobox. Ja, und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Gärtnern. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr diesen Sommer, was die Tomate angeht, sondern nächsten. Einen grünen Daumen und wie immer, Grüße aus dem Norden.